Weil die Gegner haben so Carries, die schwer einzubinden sind, leicht zu disengagen sind und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht, ob wir dürfen. Mein lieber Bubi. Unser Level 1 sollte schwächer sein als deren, oder? Nimm ich halt den. Ungeduldig? Ich bin nicht ungeduldig. Sieht er mich? Wow. Warum flasht er nicht so wie ich? Da war einer Ausweg gefehlt, wisst ihr? Kurz überlegt, ob ich hinterher flashen soll, aber. Let's not do it. Flash Poppy ist noch ab und Nila hat auch beide Summons, ne? Aber geil, schöne Aktion hier von Pupi. Alles richtig gezockt hier, nice gelöst, Junge. Und der Tempo-DP zurück ist kompletter Vollint. Ich weiß nicht, warum ich DP bin, Leute. Das war einfach nur richtig, richtig wert. Was mache ich jetzt hier? Ich steh hier so, als ich hätte auch laufen können. Ich verliere hier halt nur meinen DP-Cooldown, mehr nicht. Wenn jetzt nämlich was schief geht auf der Lane, dann habe ich ein Problem. Wie geht's der Nase? Sein CS. So ist es wohl, ja? So ist es wohl. Ich hole einen Son. Wow. Ich wollte gerne beides hitten und habe nichts gehittet. Das ist krass. Wo ist die Waffe hin? Ich bin schon unterwegs. Erneut. Dakan, verpiss dich, Junge. Ist das die Zeit, die du investieren willst? Ich denke mich nicht. Arsch rein, Junge. Ist das geil. Ist es Burst? Ist es Burn? Mit dem Burst. Schön gemacht von der Poppy. Bisschen cocky sogar gezockt, muss man sagen. Ne? Ist ein bisschen, war ein bisschen cocky von ihr da reinzuspielen, rein 2 gegen 3. Und dann war sie auch ein bisschen late auf die. Dadurch, dass sie late war auf ihrem eigenen W, haben wir übrigens einen Double Kill bekommen.
schon. Das war schon sexy. Das war schon sexy. Aber ihr kennt mich. Sex sells. Kick Pokey. Okidoki, Kick Pokey. Ja, auf dich hinten zu lassen davon. Es reicht, Poppy, okay? Guten Job gemacht bis hierher. Jetzt bitte wieder seriös spielen. Oh shit. Ein Ding anfangen. Lol, look at me, I'm Noah. Du bist ja Archetyp, aber. Unangenehm. W und Q. Frauen wollen mich, Männer wollen sein wie ich. W Miss. Nicht gut. Keine Sorgen machen. Ludens ist Reabi. Und ich habe auch immer noch Flash. Und damit meine ich nicht die Pokerhand. Let's go. Das ist nicht gut. Ich mag die Idee gar nicht. Ich bin ultra weit weg. Lassen wir's krachen. Ja. Erste Stelle verteilt. Zweite Stelle nicht verteilt. Da habe ich auch keinen Flash mehr. Aber sie können nicht mehr. Wie gut. Wo sind denn unsere Jarven? Wäre nicht auch etwas für wäre nicht auch was fürs Game? So? Wenn Jarven auch Botlane wäre oder so? Ich glaube, Javan spielt wieder eine Runde Botlane ist Lava. Das ist auch okay. Das müssen wir halt selbst machen, ne? Müssen wir halt selbst durchziehen. Wie meinst du das? Das sieht nicht sicher aus. Juhu! Das wird genervt, ne? Bin ich raus. Bin ich raus. Das muss nicht sein. Genau, einfach lieber. Am besten ist es, wenn du einfach irgendwo alleine stirbst. Beim Bestand von 1-1 mit einer Hardwinning Botlane. Dem Game wahrscheinlich sehr gut tun. Ja.
man eigentlich nicht gewinnen gegen den Gragas, sowas, oder? Skill-Matchup hier, wenn er Q trifft, kann er auch E ulten. Deswegen habe ich keine Safety-Nets. Viel Damage gemacht, ich gerne hätte gewollt hätte. Irgendwie war mein Schaden nicht so geil, wie ich es ihn gerne gehabt hätte, du. Das ist ja komisch. Das ist ja Level 8, ne? Muss mal zu sehen. Hat eine ein Streichholz? Das ist vielleicht auch noch wichtig. Teil der Wahrheit. Boah, ist aber ein Plating, ne? Famous last words. See you later. Ich hab jetzt noch nicht genug, ne? Na komm, eine Wave noch. Komm, eine noch. So low bin ich ja gar nicht, ne? Also so low bin ich auch gar nicht. So, jetzt gehe ich nach Hause. Jetzt gehen wir nach Hause. Jetzt habe ich genug gesehen. Mann, den. Oh, was tue ich? Was könnte ich kaufen? Ich weiß nicht genau. Ich überlege mal, was könnte mein Coach mir sagen, was ein gutes Second Item ist? Okay, Coach. Wichtig ist halt, wenn man immer, wenn man ein Item kauft, sofort die Base verlässt, weil sonst hat der im Tempo halt ultra far behind, wisst ihr? Und, ja. Einfach nicht für Gold warten. Chat. Honestly, im normalen Game. Ich, also im Competitive Game gehe ich wahrscheinlich einfach aus Base und habe halt Items nicht ready. And that's it then. Stark, Papi. Mein Damage ist bis Arsch. Ist so fett. Aber ich habe zum Beispiel nicht, ich Illusions in Durabadons spielen können wahrscheinlich. Und dann habe ich da einen One-Tap, ne? So gönne ich mir auch ein bisschen Defensive. Ein Gegner wurde getötet. Was ist hier los? Oder er kann mich all in? Geile Meile, Papi, geile Meile. Pink. Ja. Das ist. Hilfe. Okay, ciao. Ein Gras. What? Mein Jar, also, okay, es sind 6 Ult, ne? Aber. Also, viel unbefriedigender wird's, glaube ich, nicht mehr. Dominating. Ich hab wirklich, ich muss. Wenn ich Zig spiele, darf ich so nicht spielen. Ich glaube, Seraph ist schon zu defensiv. Deckt mich, for sure.
Stopp in Lava. Ist es hier erlaubt oder nicht? Ich glaube eher nicht, leider. Ich mag es nicht, aber ich muss so basen. Ja, habe 100 TP für einen Assist anscheinend. Hat überhaupt Schaden gemacht? Die Frage musst du mal stellen, Junge. Das ist es doch. Ich finde auch crazy, Poppy hat die höchste Winrate auf Support, ne? Seit langer Zeit so. Und die bringen einen Champ raus, der 18 Millionen Dashes hat. Jetzt wäre das Problem schon nicht groß genug mit den Dashes. Verstehe ich nicht. Sowas. Was sie rausbringen sollten, ist noch ein Anti-Dash-Champion. Damit die Sache mal ein bisschen balanciert wird. Für eine andere Rolle von mir aus. Keine Sorge, ich übernehme das. Ich hab nicht wirklich was zu tun, ne? Ich hab's mir auf die Top. Unser Aaron ist am Ende. Das ist doch nicht so gut. Aber das ist, glaube ich, das zweite oder was? Ja, ne? Wir haben keine Chance. Das ist einfach kein guter Play hier. Mann, es ist wirklich actually stressig. Vielleicht können wir das Game verlieren. Das stresst mich gerade ein bisschen. Wir haben jetzt halt Solo mit Gwen und Cassandra die besten Solo in dem Game wahrscheinlich. Mit einer der besten und mit zwei der besten. Und jetzt Game vielleicht nicht winnable. Einfach nur deswegen. Und so Games hasse ich wie die Pest, sag ich euch. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich darf nicht fallen. Cooldowns auf Dashes? Wie finden wir die? Scheint nicht so gut. Interessante Gwen, ne? Zwei Rapid Dasher. Also zwei Champs, die sehr, sehr schnell viele Dashes haben. Muss das sein? Weiß ich nicht. Wird wechselt an Dash Champion? Von mir aus. Aber gerne noch mehr davon. Einfach auch der neue Champion auch wieder so wie Gwen und Cassandra. Das sind beides jetzt keine super well-received Champs. Und die hatten beide insane Probleme, was Balancing angeht, ne? Oder haben vielleicht sogar noch. Nein, ich will immer noch 6, ne? Das sagt ein bisschen. Das nicht weiter, ne? Okay. Wo ist die Bombe hin? Euer Turm wurde zerstört. Singe auch, Talia auch. Mehr, sag ich euch. Mehr.
zwei Personengruppen sollten, wenn es nach mir geht, zahlen. Mexikaner und Dasher. Die beiden werden zahlen. Für meinen Spaß. Das könnte, das ist, glaube ich, genau der Fight, den die Gegner wollen. Scheiße. Es ist ja, es ist so Pain, ne? Garen gibt halt nicht den Teamfight dazu, man kann aber auch keine Sideline halten. Einmal ein kleiner Problembär gerade mal eben. Und oh, wait, hat die überlebt? Wie meinst du das? Das sieht nicht sicher aus. Nee, oder? Das ist sehr schwer, gerade so einen Drakan zu hätten, oder? Mit ihren etwas. Sehr schwer. Schimmel ist auch Katzen, so ist es. Hat eine ein Streichholz? Keine Sorge, ich übernehme das. Ich habe wirklich Sorge, ich bin wirklich, ich stehe 8-0. 8-0-10. Hab so viel Team, so viel Gold gegeben meinem Team. Und trotzdem denke ich mir, scheiße, Bruder. Das ist ja Schwachsinn. Dass der Schwachsinn ist, wisst ihr auch. Dass er damit nicht gezählt hat. Boah, dass er drüber springt, Alter. Ich bin auch gestorben, ne? Oh. Ich wünschte, ich wäre einfach kein Six. Hä? Wait. Das habe ich noch nie gesehen. Habe ich das hier? Ne, ich muss Position haben, holen und halten, oder? Wie ist das möglich, dass ein Kragas mit 2-6 mich runtertappt, Alter? Ich bin unbedingt. Ja.
Frage ist mit den Stats dazu in der Lage, mich zu one-tappen, ne? Der hat nur Ult, der hat Ult geworfen. Ja, aber er hat einmal seine komplette Kombo gespielt. Mit 2-7 Stats. 2-7. Ach, halt doch dein Maul. Das ist aber jetzt nicht dein Ernst. Das meint er jetzt nicht ernst. Oh, es wird zurück. Wo ist die Bombe hin? Ich würde voll gerne ein bisschen Ruhe reinbringen eigentlich und nicht sofort Finish gehen. Früher war auch wirklich mehr Lametta, ne? Das ist wirklich schwierig hier. Kein Problem, safe today. Genug zum Tower hätten, ne? Und Pings aus. Jemand einfach die Pings ausgemacht. Junge, das ist krass, dass dieses Game losing ist. Also Champs League, 2-7 Kassante, fucking useful. Bei 8 Garen, könnte vielleicht auch useful sein, aber der Typ ist vielleicht zu blöd. Das ist so krass, Mann. Das, wir haben ja auch krasse Gold-Leads, also wir sind ja auch insanely far ahead wahrscheinlich im Gold. Weil die Gegner haben keinen, also jetzt haben sie einen ADC, nachdem mein Team halt hart geintet hat. Aber Ulte? Ist sie nicht tot? Ist er immun? Ist er wieder immun? Sieht aus. Hast leider Immunität am Start. Dürfen wir das? Kannst du mich von Lila retten?
fahr der Endboss nach der End. Es ist wie ein Boss-Rush-Mod gefühlt. Boss-Rush-Mod in Dark Souls. Hey! Okay, Leute. Okay, Leute. Was wir spielen, ist mir scheißegal, ob es wir gewinnen. Eigentlich die Wave von ihm nehmen, ne? Aber okay, Gwen ist oben. Wir müssen ein bisschen Tempo machen hier, I think. Ein bisschen Tempo ist nicht bad. Ich muss einmal nur daran, ne? Wenn ich daran komme, ist geil. Nächsten Wave können wir den haben, wenn ihr wollt. GG? GG, meine Freunde. Das war doch eine spannende Nummer. Da sind wir mit dem richtigen Highlight hier am Ende rausgegangen, wa? Gut, da mit 1 ist ein raues Pflaster, ne? Da muss man schon mal 82.000 Damage rausdrücken.